Toplitz präsentiert uns einen neuen Simulator. Nach Farmers Dynasty haben wir jetzt endlich wieder die Gelegenheit, einen Flughafen nicht nur zu managen, sondern auch selber mit kleinen Maschinen ab und zu mal rumzufahren. Ich hoffe ab und zu, denn die Vorgängertitel hatten das Problem, dass man das viel zu viel machen musste und Management viel zu wenig. Haben die Entwickler meine Videos damals geschaut daraus gelernt? Haben sie tolle neue Ideen eingebaut? Oder ist es hier erstmal eine grundsolide Verbesserung des Vorgängers? Das finden wir raus in diesem exklusiven Let's Play von Airport Simulator 2019. Zwei Hinweise, dieses Spiel kostet im Moment, wenn ihr es vorbestellt, ich glaube 15 Euro, weil ihr über unseren Partner Games Rocket 25% sparen könnt. Und zweiter Hinweis, dieses Video ist Teil einer Kampagne. Alle Infos dazu findet ihr wie immer offen, ehrlich und transparent in der Videobeschreibung. So, und jetzt geht's los. Wir werden unseren eigenen Flughafen managen. Also das ist nicht unser Flughafen. Wir sind dann eher so ein Contractor oder so ein Anbieter, wie mir scheint. Finden was raus und legen ein neues Spiel an. Viel Spaß mit diesem tollen Intro. Uns begrüßt jetzt erstmal hier ein neues Tutorial. Und bevor ihr fragt, selbstverständlich wird das Spiel auch noch auf Deutsch erscheinen. Allerdings war das deutsche Tutorial zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos noch ein bisschen unvollständig und würde euch nur verwirren, deswegen nehmen wir das Englische. Und wir spielen auch mit Tutorial, weil er uns natürlich dann ein paar Ziele anzeigt, die wir haben wollen. So, ihr seht auch schon, die komplette Menüstruktur ist neu. Wir haben auch hier schon jede Menge Flüge, die wir hier abfertigen könnten. Allerdings, ihr seht es auch hier oben, das Menü bzw. das Tutorial möchte jetzt erstmal von uns, dass wir zwei Flüge nehmen mit unterschiedlichen Tasks. Und da dieser hier auch drei Tasks hat und wir da wollen richtig sofort Geld verdienen, dieser hat nur zwei Tasks, nehmen wir den auch noch. Machen wir das mal so rum. Und damit starten wir den ersten Tag. So. Und wir können jetzt hier umschalten. Also hier haben wir erstmal die Navigation, die Aufgaben, die wir erledigen müssen. Und wir können die Geschwindigkeit ändern, damit die Tagesgeschwindigkeit vorgeht. Wir können zum nächsten Event gehen und so weiter. Das zeige ich gleich noch. Und hier sehen wir eigentlich schon mal ein paar Neuerungen. Also grundsätzlich, ja, vom Grafikstil, sagen wir mal, schlicht und solide gehalten. Das muss man ganz klar so einordnen. Aber schon eine Verhübschung, eine Aufbesserung gegenüber dem Vorgängertiteln, die auch aus unterschiedlichen Häusern übrigens kamen. So, wir haben hier Fahrzeuge, Personal. Wir können Personal einstellen und Fahrzeuge kaufen. Jetzt sollen wir erstmal einen Mitarbeiter einstellen. Und ich würde sagen, da wir das Fahren nicht immer alles selber machen wollen, nehmen wir mal hier einen Fahrer. Und dann sehen wir, der hat unterschiedliche Skillsets. Der kann auch hier, seht ihr, hochleveln. Und den stellen wir jetzt einfach mal ein. Da geht es also direkt darum, dass wir auch Mitarbeiter mitnehmen und so weiter. Also nicht mitnehmen, sondern auch einstellen. Und wir können nur eine bestimmte Anzahl der Mitarbeiter erstmal einstellen. Und hier sehen wir schon mal eine kleine Vorschau an den ganzen Fahrzeugen, die wir erwerben können. Was wir später machen können, ist eine relativ übersichtliche Sache im Moment. Es werden die aber Sachen auch nach und nach freigeschaltet. Das heißt, wir werden Zug um Zug das auch erst können. Das war in den Vorgängern ja so ähnlich. Und jetzt schauen wir mal, was sollen wir denn als erstes machen. So, dann sehen wir jetzt hier, das sind die Flüge, die ankommen. Wir wissen auch hier, wir haben 6 Uhr. Unser erster kommt um 7.15 Uhr. Das heißt, wir skippen jetzt mal zum neuen Event. Und jetzt geht's auch schon los. Dann haben wir hier, die Liste wird grün. Und dann sehen wir jetzt hier, wir müssen... Ups. So, wir müssen bei dem hier jetzt zum Beispiel... Müssten wir mit dem Bus an die Rampe fahren. Und das ist unser Bus. Und wir haben jetzt auch ein Navigationssystem hier. Das heißt, wir können jetzt einfach mal loslegen. So. Und dann geht's auf zum Rollfeld. Und ihr seht, oben links, während wir da hinfahren, kann ich schon mal zeigen. Also wir haben ja unsere Finanzen natürlich und unser Level, wo wir aufsteigen. Und damit schalten wir halt neue Funktionen frei. Und insgesamt
aktuell, wie gesagt, das Spiel für, ich glaube, 14,99 €. Und da kann man nicht meckern. Ich weiß nicht, ob das der finale Preis ist. Auf jeden Fall ist es der Preis, zu dem es gelistet ist, bei unserem Partner Games Rocket. Link dazu in der Videobeschreibung. Oder ich blende euch den auch in der Infocard ein. So, jetzt müssen wir da vorne. Genau. Das ist nämlich jetzt eine der Sachen, die wir hier sehen können. Also das ist immer der Flughafen, ein riesengroßes Gebäude. Aber ist natürlich so, wir sind jetzt neuer Dienstleister hier. Und dass der Garderobe nichts kann, hat sich ja schon rumgesprochen. Deswegen werden uns natürlich jetzt nicht hier diese riesen Flieger erstmal anvertraut, sondern wir müssen uns erstmal hier beweisen, dass wir das können. Und das ist natürlich für mich überhaupt kein Problem. So, und dann kennt ihr das schon hier mit den Pfeilen. Jetzt müssen wir hier in die Box reinfahren. Damit die Leute... Hier sehen wir das, ne? Die steigen jetzt aus und um. Und jetzt brauchen wir den Gepäcktransporter. Und wir können das entweder selber fahren oder wir können das auch machen lassen. Ich würde sagen, wir machen das aber erstmal selber. Oder wir können das Personal, wenn es denn da ist, das ist auch nur eine Sache, wenn man Personal einstellt, ist es nicht sofort da, einstellen und können dann zum Beispiel sagen, ja, wenn... Wenn der da ist, setzt man ins Fahrzeug rein und muss dann nicht selber machen. So. Da war ich gerade etwas verwirrt. Jetzt müssen wir erstmal, ihr seht es hier, das ist der Gepäcktransportkollege. Und ich sag mal so, wir machen das wie in Frankreich bei den Ampel- und Verkehrszeichen. Wir nehmen einfach mal hier diese grünen Linien so ein bisschen als Empfehlungen. Ja. Da muss man ja nicht immer päpstlicher sein als der Papst. So, dann kommen wir hier ran. Und hier sehen wir die ganzen Gepäckbuggies. Und da müssen wir uns erstmal hier von abholen. Und ich kann schon mal versprechen, weil das im Moment ja noch so aussieht, als wäre das hier so klein-klein. Das wird später noch ein sehr, sehr komplexes Ding und vor allen Dingen nicht nur, ich sag mal, mit diesen kleinen Mini-Fliegern, sondern da kommen auch die richtig, richtig großen Kollegen, mit denen wir dann arbeiten müssen. Also, eine Sache, diese Karotte am Stick, was ich ja gerne sage, dass man in Spielen haben muss, auf jeden Fall hier drin. Und das wollen wir natürlich auch gemeinsam erleben in diesen nächsten Videos. Nächstes Video wird am Wochenende erscheinen, wenn alles klappt. Aber hier schon mal die große erste Vorschau auf den Titel. So, mit gemütlichen 30 km/h nähern wir uns jetzt hier dem kleinen Flieger und können mal schauen, wo wir jetzt mit dem Gepäck hin müssen. Beziehungsweise mit dem Gepäckabtransporter. Die Lenkung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das hier übrigens... Muss ich auch noch mal darauf hinweisen, nicht die finale Version, aber in dem Fall, im Gegensatz zu City Transport Patrol Dingens, schon mit idealen Aufnahmebedingungen aufgenommen. So, hier sehen wir so einen Fall. Fuel Transport KLE und so weiter. Ich habe noch nicht die hinreichenden Fähigkeiten, dieses Fahrzeug selber zu fahren. Das heißt, ich muss diesen Task zukaufen, damit wir... entsprechend diese Aufgabe erledigen können. Und jetzt kann ich natürlich hier, und das ist das Schöne, wie würde Basel sagen, verräumen. Wir müssen natürlich jetzt unsere Fahrzeuge wieder dahin bringen, wo sie hingehören. Und ja, wir haben da hinten ja unsere eigene Halle und an der Anzahl der Stellplätze seht ihr auch schon, wie weit wir hier noch expandieren können, also wie viele Sachen da möglicherweise noch dazukommen können, wenn wir hier weiter spielen. Aber, und ihr seht es auch, dieses ist so riesig, das Gelände. Ich glaube, wir werden uns da noch so einige Male verfahren. Wir schauen mal. So, einmal hier um die Ecke rum. Habe ich eben noch, also ich bin auch ein bisschen verwirrt, glaube ich. Ich habe eben noch erzählt, wie toll dieses Navigationssystem sei. Und ja, und jetzt erzähle ich hier was von Verfahren. Übrigens, ihr seht es. Kollegen haben wir auch, die ebenfalls hier tätig sind und Dinge tun. Und das werden auch dann immer mehr. Und manchmal weiß ich nicht genau... Okay. Manchmal weiß ich nicht genau, warum die hier... den Bus hier mitten in der Pampa stehen haben wollen. Aber so wird es auch nicht langweilig. Man muss immer mal wieder woanders hin. So. Okay. Und das Ganze mache ich jetzt auch noch mit dem Gepäckwagen. Und den anderen Service haben wir ja zugekauft. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Hier sehen wir auch immer die Meldung, Task completed. Ja, wunderbar, geht voran. Da ich die Frage ja schon ein bisschen vorausahne, ja, ich kann auch in der Ego-Perspektive fahren. Und bei längeren
strecken, kommt hier mein unruhiger Finger so nach dem Motto, wird das heute noch fertig? Geht das mal voran hier? Also, sehr, sehr witzig. Und jetzt müssen wir hier auch mit dem Gepäckwagen erstmal nicht zurück in unsere Halle. Was ich übrigens interessant finde, dieses Spiel möchte gerne, dass wir, wenn denn Abend ist, dass wir dann auch unsere Sachen wieder weg verräumen, also in die Hallen fahren. Ansonsten bekommt ihr mehr Verschleiß. Und dafür gibt es auch eine Wartungshalle und Mechaniker, die unseren Fuhrpark dann auch reparieren und so eine Sachen. Das ist, wo ist der Tower? So. Und da seht ihr, herzlichen Glückwunsch. Na, wir haben unsere erste Aufgabe erledigt. Jetzt kommt hier der nächste 8.45 Uhr. Wir können da, glaube ich, schon mit dem Bus hinfahren und das schon mal erledigen. Keine Ahnung, warum die immer so komische Touren legen, aber wer kennt es nicht? Wir haben hier eine abgelegene Lagerhalle, eine Verladerampe. Da will man natürlich als Fahrgast sehr, sehr gerne ein- und zusteigen. Das kennen wir schon. Ja, und dann schauen wir mal, was uns jetzt hier für einen Flieger erwartet, der uns dann entsprechend, so heißt es ja, die Sonne grüßt. Ja, und ihr seht, dass wir werden da im Moment noch nicht an die riesen Dinger rangelassen, sondern erstmal hier an die kleinen, schnubbeligen Privatjets von YouTubern. Das kann ich schon irgendwo verstehen. So, und dann haben wir diese beiden Aufgaben erfüllt. Und dann können wir eigentlich im Tutorial im nächsten Schritt weiterschauen, was da jetzt als nächstes von uns verlangt wird. Denn im Prinzip, ja, ist es jetzt, ich müsste jetzt noch eben das Gepäck holen. So, damit hätten wir jetzt alle Aufgaben von heute erledigt. Das seht ihr übrigens jetzt auch, ne? Das sieht schon relativ hübsch aus. Und wir können auch immer hier dann auch, das ist übrigens eine interessante Sache, wir können auch immer bei Kollegen mitfahren und zugucken, was sie machen. Und während sie das tun, die Zeit vorlaufen lassen. Also, dieses mit 15 km/h über das komplette Rollfeld fahren, was wir bei Vorgängertiteln hatten, das ist schon mal passé. Ha, Daumen hoch. So, wir können jetzt zum nächsten Tag voranschreiten. Aber ihr seht es hier, wir haben noch zwei Fahrzeuge draußen und da wird uns vom Spiel empfohlen, dass wir die auf jeden Fall noch einparken sollen. Ich habe das hier schon mal vorbereitet, ne? Dann gehe ich mal hier rüber. So, ich glaube, es ist so, dass Mitarbeiter nur aus diesen Flächen starten sollen können. So, das lassen wir jetzt mal hier. Ich bin habe noch kein Personal und wir lassen jetzt mal ein Gerät absichtlich vergammeln, damit wir mal sehen, wie das aussieht. Jetzt kommt der nächste Tag. Ja, und wie jeden Tag müssen wir uns erstmal wieder die Flüge auswählen. Fangen wir direkt hier früh an. Das Problem ist, solange wir im Tutorial sind, können wir noch nicht mehr als zwei. Aber wir sind ja schon mal Level aufgestiegen und dann können wir jetzt mal gespannt sein. 4-9, das sieht schon mal ganz gut aus. Mit zwei Tasks, mit drei Tasks. Und dann geht das jetzt erstmal so weiter. Also wir springen zur nächsten Runde und da sehen wir wieder Fuel Truck. Das müssen wir wieder zukaufen und die anderen Sachen mache ich jetzt mal eben selber, damit wir zum nächsten Punkt an diesem Spiel rankommen. So, was habe ich gesagt? Kaum haben wir ein bisschen mehr Vertrauen erarbeitet, ist die Firma Brian Air mit einem großen Flieger hier am Start und hat hinreichendes Vertrauen, dass wir das hier vernünftig hinbekommen, sage ich mal. So. Und auch hier, ja, nee, also wir dürfen trotzdem erst in die kleinen Flieger ran. Ihr erinnert euch vielleicht, damals mussten wir hier noch so enteisen und so eine Sachen machen. Und da habe ich ja regelmäßig die Sachen irgendwie ineinander gefahren. Das konnte ja nicht gut gehen. Also von daher gesehen, völlig verständlich, dass ich hier nicht rangelassen werde. So, hier wird beladen, 43 Minuten. Wir sehen auch immer, das wird dann irgendwann ein Zeitdruck. Das heißt, wir müssen uns genau überlegen, wie viele Flüge nehmen wir denn jetzt an? Wie viele nehmen wir nicht an? Was tun wir, was machen wir? Und so weiter. Da ist also dann auch wieder unser unternehmerisches Management-Köpfchen gefragt. Vor allen Dingen dann auch, welches Personal, was kostet das? Das ist natürlich noch nicht final gebalanced. Das ist ja hier, wie gesagt, eine frühe Vorschauversion auf den Titel. Da bin ich mal gespannt, ja, wie das dann in der finalen Version sich anfühlt. Dieses Fahrzeug übrigens immerhin 60 km/h. Na, da kriegen wir schon mal ein paar Meter an die Erde. So, ihr fragt euch natürlich jetzt, ob man das immer machen muss. Deswegen nehmen wir mal als Beispiel den zweiten Flug. Und da sage ich jetzt einfach, komm her, 2500 kaufe ich diesen Task ein. Dann lassen wir die Zeit ein bisschen vorlaufen, damit die Preparation auch abschließt. Und
derweil nochmal hier ein kleiner Blick in die Halle. Also so sieht das aus. Das ist unser Firmengelände, wenn ihr so wollt. Und wir bekommen noch eine weitere Halle. Dazu dann in weiteren, späteren Videos dann mehr. Ja, ihr müsst ja nicht immer alles sofort wissen. Und ja, hier wird noch vorbereitet. Ich weiß jetzt aber nicht, wie das ist mit 9.15 Uhr, 7 Uhr. Können wir da eventuell... So, genau. Und wenn wir jetzt zum Beispiel dann Mitarbeiter drin hätten, dann können wir dem auch zugucken. Ihr seht jetzt 2,5, 2,5, wenn ich das nicht selber mache. Wir haben 4,9 verdient. Das heißt also, weil wir so faul sind und das nicht selber gemacht haben, haben wir am Ende Geld verloren. Ja? Jetzt gehen wir mal wieder auf den nächsten Tag. Und lassen die Fahrzeuge auch mal wieder draußen stehen. Genau. Und so geht es ja erstmal im Prinzip weiter. Ja, wir suchen immer die Flüge raus. Und ich würde euch aber gerne noch zeigen, wie es danach dann weitergeht. Das Problem ist, das Tutorial springt, glaube ich, jetzt noch nicht um. Das heißt, bis dahin spiele ich jetzt mal kurz weiter. Ne? Hashtag Playtest-Service. Und dann gucken wir rein, was dann passiert. So, ich habe die beiden Flüge des nächsten Tages abgewickelt. Und ihr seht, wir haben weniger, weil ich so faul war und das nicht selber gemacht habe. Das Tutorial möchte jetzt, dass wir uns weitere Personalsachen anschauen. Gehen wir mal drauf. Jetzt ist nämlich der Mitarbeiter da, den wir eingestellt haben. Und dann sehen wir hier, also der hat den Driver-Skill und einen Skillpoint frei. Das heißt, wir können den jetzt auch skillen. Und wir wollen ja, dass der uns den Fuel Truck fährt, den wir nicht selber fahren können. Deswegen skillen wir das jetzt da rein. Müssen wir auch überlegen, genau, welches Fahrzeug nehmen wir denn. So, Available Vehicles werden uns hier so nicht angezeigt. Und was wir hier auch sehen, ist, jetzt sind jetzt andere Fahrzeuge freigeschalten, die wir im Moment erwerben können. Also immer so ein bisschen unterschiedlich. Und jetzt können wir auf unsere eigenen Fahrzeuge gehen und können dann hier sagen, da soll hier der Jerry Porter rein. Moment, der braucht noch mehr. Habe ich was falsch gesehen? Ich bin gerade etwas verwirrt. Truck Driver Level 2, Engineer Level 1, okay. Also der kann das auch noch nicht, weil der muss mal ein bisschen skillen. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir stellen mal noch einen Fahrer ein, der dann möglicherweise beides kann. Wir können auch hier dann sehr sorgfältig sortieren, nach Lohn, nach allem. Nehmen wir mal hier Justin Hoffman. Nein, der kann es nicht, der kann es auch nicht. Der hier könnte das. Den stellen wir mal einfach ein. So. Und dann, ja, ich zeige euch jetzt mal einen Tag im Schnelldurchlauf, wie das aussehen würde, wenn wir jetzt den Tag im Schnelldurchlauf machen. So, und zwar, wir wählen wieder zwei Flüge aus. Einen für 4,8, den anderen auch für 4,8 und dann würde ich sagen, so machen wir das. Ich glaube auch hier, liebe Entwickler, diese ganzen Einzelschirme, die können wir mal so ein bisschen überspringen. Das ist ein bisschen sehr viel. So, jetzt sind wir beim ersten Event und wenn ihr jetzt überspringen wollt, wollt ihr das nicht selber machen. Und hier in dem, also dem Bus würde jetzt zum Beispiel in unserem, nein, wir würden in unserem Headquarter, unserem Bus, unserem Baggage Transport, einen Mitarbeiter zu Ort, geht auch nicht. Warum, was muss der? Muss der auch einen Ingenieur kennen oder was? Truck Driver. Ich bin verwirrt. Ja, Herr Garderohl, Truck Driver und Driver ist natürlich auch ein Unterschied. Also gut, dass ich da so toll aufgepasst habe. Habe ich wahrscheinlich auch jetzt die falsche Person eingestellt. Ich habe bei Driver geguckt, nicht bei Truck Driver. Das heißt, wir brauchen jetzt noch einen Truck Driver 2 und Engineer 1, um hier uns das alles ein bisschen schöner zu machen. Der ist verkehrt rum. Also, so? Nee, so auch nicht. Eieieiei. Nichts Passendes dabei. Muss man wieder alles selber machen hier. Pass auf. Genau, ich wollte ja zeigen, wie das denn ist, wenn wir das einmal durchspielen. Also hier nochmal, zack. Kann jetzt unser Fahrer nicht machen. Und deswegen, wir könnten das jetzt zukaufen. Mit anderen Maschinen, mit eigenen Maschinen. Hier 1,7. So, und dann lassen wir die Zeit ein bisschen vorlaufen. Und wenn dann hier die Zeit kommt, so Baggage Transport können die, glaube ich, auch nicht, ne? Wir schauen nochmal. Fahrzeuge. Baggage Transport. Kein passender Fahrer. Also der kann also gar nichts, mit anderen Worten. Der kann noch niemals Bus fahren. Was muss man denn fürs Busfahren noch können? Auch Truck Driver. Warum für alles? Ja, hier den Fuel Truck, den müsst ihr doch fahren können. Warum?
Achso, das war der andere, den wir eingestellt haben. Alles gut. Ja, 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 ja. Ich hab's. Jetzt habe ich's verstanden. Entschuldigung. So, auch hier, ne? Zack, wieder drauf. So, dann haben wir das erreicht. Nächstes Event. Das ist jetzt im Moment ein Menü-Clicking, aber ihr könnt auch wieder selber fahren. Aber ich wollte jetzt halt mal eben kurz einmal zeigen. Und ihr seht dann auch, wie gesagt, auf dem Rollfeld, wir können mit den Mitarbeitern dann mitfahren. Und wir haben ein weiteres Level freigeschaltet. Das wollte ich nämlich noch schaffen in diesem Video. Und da gucken wir jetzt mal, was wir da machen können. Und zwar sollen wir jetzt zur Service Station gehen. Und ihr seht, wir können jetzt 4 Flüge auswählen. Jetzt wird es also langsam schon spannend. Wir nehmen mal den hier, 13 Tasks für 9000, das schaffen wir nicht, aber das können wir, glaube ich, gar nicht alles. So, dann nehmen wir mal den. Dann nehmen wir mal den raus. Und dann machen wir mal, was das Tutorial von uns möchte, denn das wollte ich zumindest noch mal kurz zeigen. Service Station. Wir haben also hier eine eigene Halle, in der wir unsere Fahrzeuge warten, aufbessern und so weiter können. Aufbessern habe ich noch nicht getan. Also zumindest, ne, sehen wir hier, gibt einmal Reparatur und Maintenance. Und was will er jetzt von mir? Also wir müssen erst ein Fahrzeug hier reinbauen, fahren. Und dann können wir entsprechend dann rumschrauben, sag ich mal. Und das Ding ist halt, am Anfang des Spiels muss ich immer hier auch anwesend sein. Also während, also ich muss dann hier sein, um das Gerät zu reparieren. Und damit wir jetzt hier Personal einstellen können, also hier werde ich das jetzt selber, will ich natürlich nicht machen, können wir hier ein Personal-Upgrade machen für 15.000. Und dann können wir auch einen Mitarbeiter hier einstellen. Natürlich bin ich jetzt Engineer Level 2, aber dann müssten wir, und da seht ihr hier, ne, das Level- und Skill-System, ab Level 5 können wir dann noch einen weiteren einstellen und so weiter. Also in die Richtung geht das dann. So, eine Sache wollte ich noch zeigen, bevor ich euch dann bis zum Wochenende auf das nächste Video warten lasse. Es tut mir sehr leid, aber so ist nochmal die Vereinbarung. Wir nehmen jetzt mal einen Flug an mit 11 Tasks, damit ihr noch so ein bisschen seht, ne, was noch so ein bisschen auf uns zukommt. Und dafür nehmen wir mal einen billigen raus. Nehmen wir mal den hier. Ist einfach, um das jetzt mal gezeigt zu haben. Wir springen zum nächsten Event. Und da sehen wir dann auch, dass wir natürlich auch die ganzen Services hier zukaufen müssen teilweise. Mehrere Transport, dann Security muss da rumfahren und so weiter und so weiter und so weiter. Und hier, das wäre dann auch das nächste Gerät, was wir verwenden müssen. Ein Baggage Loader. Hier sehen wir jetzt auch, das ist natürlich jetzt auch ein größerer Flieger. Guck mal hier. Ja. Und da müssen wir dann auch das Gepäck ausladen und so weiter. Und das alles, das seht ihr in der nächsten Folge. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Und wie gesagt, im Moment 25% sparen bei unserem Partner Games Rocket. Link ist in der Videobeschreibung, wenn denn alles klappt, da könnt ihr es vorbestellen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben geben, nichts verpassen, wenn ihr ein Abo da lasst. Nochmal danke an Toplitz für die finanzielle Unterstützung. Und ich sage danke fürs Zuschauen und freue mich mit euch gemeinsam auf die nächste Folge. Tschüss und bis bald. Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tipeee, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeck. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.